finde die Entscheidung klug, die in Rom getroffen wurde. Ich denke, damit ist auch etwas ausgesagt. Ich glaube nicht mehr an eine Rückkehr dieses Bischofs. Aber ich finde sie eben, wie ich gesagt habe, ich finde sie sehr klug, weil ich denke, gerade die Medien haben das, was unvermeidlich war, unglaublich aufgepusht. Und da muss jetzt einfach Ruhe reinkommen. Da muss erstmal Ruhe reinkommen, bis es dann zu der hoffentlich, denke ich, endgültigen Entscheidung kommt, dass der Bischof nicht mehr zurückkommt. Weil ich denke, er kann einfach nicht mehr zurückkommen. Ich finde, irgendwann sollte man das auch mal lassen. Wo ist Würde für jeden Menschen? Das sehe ich mittlerweile so. Ich meine, mir kann auch jemand irgendwo noch reinhetzen. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde das nicht in Ordnung, was unser Bischof gemacht hat. Auch das ganze Bistum hier leidet drunter. Aber jeder sollte mal in sich kehren und es sollte mal ein neuer Anfang gemacht werden. Ich habe gedacht, ich möchte gerne hier heute beten für den Bischof, für das Bistum und auch für unsere Kirche, die ja unter dieser ganzen Krise jetzt leidet. Aber ich glaube, dass das auch in Gottes Hand liegt, was daraus wird. Und darum bin ich zum Beten hierher gekommen.